Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind immer noch auf Level 17, dem etwas verwirrenden Level. Also ja, die meisten Wege hier haben wir abgelaufen. Ich glaube, die beiden Wege da und da haben zum selben Ort geführt, nämlich hierher. Und das hier wäre dann der Weg weiter. Und ich glaube, wir sind ein Stück zurückgegangen, weil, als ich den Cut gemacht habe, hier noch Gegner am Leben waren. Also da unten sind auf jeden Fall Goblins. Da sind solche Drachenteilchen. Und ja, da sind Goblins. Und da unten brechen sie einfach meinen Tank. Das finde ich nicht so nett. Okay, noch hat mein Tank die gesamte Aggro im Augenblick. So, wollte ich das bitte haben? So, der erste Goblin ist down. So, noch ein Goblin down. Ja, von mir aus gern mal was zu essen geben. Und da kommen noch mehr Goblins. Goblin-Schamanen, die sollten erst mal weg. Schildschlag, das ist nicht so toll. Andersrum bitte so. So, das Betäuben hat wenigstens geklappt. Das heißt, wir können heilen. Okay, da die Goblin-Nahkämpfer ein bisschen mehr nerven, sollten wir die zuerst fängen machen. Ja, die Goblins gehen gerade auf jeden los, wie sie lustig drauf sind. Ball. Ja, von mir aus ist das wenigstens kein Mana mehr. Und benutzt Heilung. Okay. Der Kampf war ein bisschen blöd. Deswegen heilen wir mal. Was haben wir hier für einen Ring? Keinen, den wir jetzt besonders gebrauchen können. Nö. Also ja, da drüben sind Gegner. Hier ist ein Heiltrank. Das ist gut. Das heißt, wir können nur hier weiter. Wir kommen dann darüber zu den Echsen. Gut. Das heißt, wir gehen immer weiter runter.
Also Drachenkäfer heißen sie. So. Keine Schlickspucke heute von euch. Die finde ich nicht so schön. Ich weiß nicht, was ich creepiger finden soll, das Geräusch, wenn sie draufgehen oder sie selber. Also ja, eigentlich finde ich das Geräusch, wenn sie draufgehen, richtig creepy. Na gut, das sei jetzt nicht unbedingt. Das ist zu tief zum Springen. Und das scheint wohl der Weg weiter zu sein. Ah. Du wirst diesen Ort nicht länger überleben, als wie mein Vater es getan hat. Ja. Hi. Das sind Eliten gewesen, wenn ich richtig gesehen habe. Hier geht's wieder hoch. Nö, ich guck mir erstmal die Elite hier an. Große Drachenkäfer. Ja, die sind Elite. Oh, das sollte ich unterbrechen. Gut, Elite heißt alles, was ich hab, raushauen. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich Eliten noch... Kann ich Eliten unterbrechen? Okay. Ja, Schlickspucke. Kann ich die abblocken? Ja, eine kann ich abblocken. Das ist gut, weil diese Schlickspucke absorbiert Heilung, was nicht so toll ist. Hm, nee, das war gerade ein Donnerkrachen. Das heißt, du machst das. Du das. Du erhöhst die Heilung auf ihn. Heiz ihn mal richtig. Sonst ist er nämlich gleich tot. Jetzt hoffen wir mal gleich, dass die Heilung ausläuft. Heil ihn nochmal, bitte. So, und du stirbst. Droppst du was? Was? Ah, das ist ein Umhang, oder? Ja, ist Rücken. Hm. Vitalisa vielleicht? Ja, machen wir es Vitalisa mit mehr Lebenspunkten. Machen wir immer gut. Okay, hier ist ein Weg weiter. Das heißt, wir legen uns mal im schweren Zeug. Hier an dieser Stelle. Gucken mal, was wir hier noch haben. Einen Eisdrachen. Hm. Der ist kein Elite, das heißt, ich kann ihm das hier verpassen. Hat Frostresistenz. Ah, da soll ich das anders machen. Feuerball. Nee, Hand anders drum. Das hier, Feuerball, das hier. Und das Fetzen geht los. Und ja, immer wenn er Frostwelle macht, genau,
Sollte ich sie unterbrechen? Wenn es geht. Oh, da sind Feuerkäfer. Die Frostfälle ging leider nicht, aber zumindest ist die Heilung ausgelaufen. Ich mach mal eine Massenheilung. Mach gleich nochmal so eine. Ah, das sind solche. Oh, sie haben sich zum Glück schon verausgabt. Au, das war unser Heiler. Das heißt, wenn wir sie nicht ganz schnell down kriegen, haben wir ein Problem. So. Gut. Hab's für dich. Hab's für dich. Ein Buch, was sich viel bringt. Zauberstab. Aufmerksamkeit, Willenskraft. Also was für sie. Und der bringt hier nichts. Schade. Keine Knöpfe, keine unsichtbaren Wände. Auch gut. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Trank übersehen. Auch nicht schlimm. Denn jetzt haben wir ihn eingesammelt. So, das heißt, das haben wir abgeschlossen. Hoffe ich mal jedenfalls. Wenn ich komme, wir eh hierher zurück. Hi. Also was, auf euch mache ich lieber Single Target, dass ihr schneller down geht. Das tut weh. Tut mehr weh als erwartet. Jetzt muss noch Turm weg. Und wir haben es geschafft. Oh. Axt. Bastard geführt. 13 Stärke. 12 Beweglichkeit. Aber Willenskraft und Ausdauer werden gesenkt. Äh.
Ah, die Ausdauer wird mir hier zu stark gesenkt. Dafür, dass wir nur ein bisschen mehr Stärke kriegen. Also kannst du gerade da liegen bleiben. Immer mal wieder gucken, ob ich irgendwo droppen kann, wie vorhin auch. Also in der letzten Aufnahmesession. Ich glaube, da drüben war ich schon mal. Da sehe ich Gobbos. Da sehe ich überall Gobbos. Das heißt, da waren wir noch nirgends. Ah. Goblin-Sklaven sind nicht so wild. Da hat irgendwas nicht ganz gefunzt. Egal. Da habe ich gerade wieder das Heilen verpasst. Das Heilen geht ja auch relativ schnell irgendwie bei denen. Hört auf, meine Heilerin zu verprügeln. Mist. Die Goblins sind allgemein recht nervig, dadurch, dass alle möglichen Goblins unterbrechen können. Na gut, so werden wir essen los. Also wenn ich beim Käse angekommen bin, sollte ich etwas sparsamer sein. Aber solange wir die Hühnerschenkel verfüttern... Also ja, entweder springe ich da runter und kürze ab. Oder ich gucke mir erstmal hier drüben alles an. Kleinvieh. So, die Spucke immer blocken. Das ist eine gute Idee. Feueratem. So, mehr Heilung. Mehr hiervon. Und der letzte bitte weg. Was droppt ihr Schönes? Hm. Nee. Wenn die Ausdauer runtergeht bei der Frontlinie, ist es immer kacke. Vor allem beim Tank halt. Der kriegt so jetzt schon genug auf die Fresse. Oh, wieder zwei von den Großen. Einen davon können wir unterbrechen. Schilde hoch, alles hoch. So. Und das dürfte eigentlich fast schon reichen. Die Drachenkäfer sind für Eliten ja recht
angenehm eigentlich. Oh, die haben sogar zwei Sachen gedroppt. Nichts wirklich Gutes leider.